Wunderschönen guten Morgen, ihr Lieben. Schule beginnt heute. Wir haben zweimal die Woche bis zur 9. Hatten wir noch nie. Diese Schulblock haben wir es. Robin ist jetzt nicht mehr da. Das heißt, ich bin alleine wieder die Woche. Wahrscheinlich auch die nächsten 4 Wochen in Folge. Dementsprechend meine Laune. Hab richtig Bock auf die Woche. Mega. Aber wir wollen jetzt nicht so viele negative Vibes hier verbreiten. Ich habe auch nicht mehr so viel Zeit. Ich muss mich jetzt langsam ready machen. Ich zeige euch mal fix noch mein Essen. Mal schauen, wie ich euch die Woche mitnehme, weil es echt nichts Spannendes sein wird. Weil ich halt jeden Tag gefühlt das Gleiche mitnehme und halt den ganzen Tag in der Schule sitze. Ich zeige euch mal, was ich mitnehme. Diesmal ist es auch ein klein bisschen mehr, weil ich heute Nachmittag eigentlich noch ins Fitti gehen möchte. Auf jeden Fall habe ich mir hier eine Obstdose gemacht. Eine Banane zum Frühstück, ein paar Nüsschen. Dann Apfel, Karotte, Tomaten, ein bisschen Paprika, 3 Scheiben Brot, 2 mit Avocado, 1 mit Frischkäse. Dann habe ich hier noch so einen Nussriegel, mal schauen, ob ich den esse. Der ist eigentlich eher so für ein vorm Fitti gedacht. Und auch hier noch einen Joghurt für die Mittagspause mit Quark und Banane, bisschen Agavendicksaft, Zimt und den üblichen Toppings. Genau, und das nehme ich jetzt mit in die Schule und drücke mir die Daumen, dass ich heute wirklich mal alleine ins Fitti gehe und das durchziehe. Und dann sehen wir uns heute Nachmittag wieder. Ein langer Schultag ist vorbei und wir hatten heute nur zur 7. Stunde. Also es ist jetzt 15:14 Uhr. Ich bin ganz froh, dass ich heute mal einen Tag habe, wo ich ein bisschen früher zu Hause bin. Ich wollte eigentlich ins Fitti gehen, das habe ich jetzt gelassen. Draußen war so schönes Wetter. Ich war jetzt gerade noch ein bisschen spazieren, quasi auf den Nachhauseweg hin. Habe mir jetzt was zum Snacken gemacht. Ich habe heute meinen Joghurt in der Schule nicht mehr gegessen, weil ich den ja eigentlich essen wollte, damit ich gestärkt fürs Fitti bin. Irgendwie war das dann nicht notwendig. Den esse ich dann morgen einfach. Genau, deswegen habe ich mir jetzt hier so einen Joghurt zum Snacken genommen. Mit ein bisschen von diesem Protein-Müsli vom DM, Chiasamen und unten drunter sind noch Sonnenblumenkerne. Und dazu gibt es noch ein bisschen Kaffee und Wasser. Und das werde ich mir jetzt schmecken lassen. Ich habe mir jetzt Essen vorbereitet. Und zwar ist das noch die restliche Pizza von der Losteria gestern. Da habe ich Robin schon ein Stück mit gegeben. Die haben wir so zusammengefalten. Hier unten drunter ist auch noch ein Stück mit Pilze. Die esse ich jetzt noch. Und dazu gibt es Salat mit, der sieht jetzt so trocken aus, ich habe aber ein Dressing dran gemacht. Ich glaube, ich verbessere das noch ein bisschen, hier ist nämlich bis jetzt bloß Olivenöl dran. Wir haben aber noch so Balsamico-Essig da und vielleicht mache ich noch ein bisschen Erdnussmus dran oder so, das war letztens eigentlich ganz geil. Mit Tomaten, Paprika, Gurke, Mais, ein bisschen Spinat und Eisbergsalat, Salz, Pfeffer und wie gesagt Olivenöl. Genau, und das ist jetzt mein Abendessen, also sehr, sehr nice. Guten Morgen, ihr Lieben. Heute ist schon wieder Mittwoch. Ich habe gestern nicht gefilmt, weil es einfach wieder genauso unspannend ist wie heute Morgen. Also ich nehme wieder das Gleiche mit. Gestern hatte ich noch einen Joghurt mit, weil wir lange Schule hatten bis 16 Uhr und Schulsport und alles. Heute gibt es einfach wieder Brot. Hier drüben noch ein paar Reiswaffeln zum Snacken, Banane und hier wieder eine ganze Brotdose voll mit ganz viel Obst und Gemüse und ein paar Nüsschen. Und das werde ich jetzt mitnehmen in der Hoffnung, dass es reicht. Ich gehe nämlich heute Nachmittag noch ins Fitti. Wir haben aber heute nur bis 14:20 Uhr, also zur 7. Stunde. Und ja, mal schauen, wie der Tag so verläuft. Auf jeden Fall mache ich mich jetzt erstmal auf den Weg. Hallo ihr lieben Leute. Ich bin aus der Schule zurück. Heute ist es mittlerweile mal 15:45 Uhr. Ich war heute das erste Mal allein im Fitti. Props an mich selbst, bin richtig stolz. Ich habe zwar ein schnelles Training gemacht, aber irgendwie war es ganz gut und irgendwie war es gar nicht so schlecht, wie ich es mir gedacht hätte. Jetzt habe ich mich gerade spontan dazu entschieden, der Kamera geblinkt, mir einen Smoothie zu machen, weil ich da gerade richtig Bock drauf habe. Draußen ist es nämlich super warm. Ich hatte zwar heute schon eine Banane, ich esse jetzt trotzdem eine im Smoothie. Die macht es nämlich richtig schön süß. Zack, zack. So, jetzt war der Speicherplatz voll. Wir haben leider kein richtiges, ordentliches Whey mehr, deswegen muss ich jetzt wahrscheinlich einen Schoko-Whey nehmen. Ich mache jetzt hier auf jeden Fall ein bisschen Quark mit rein, noch ein paar Beeren, Spinat und Wasser. Wir machen ein klein bisschen von dem Whey. Ich nehme jetzt das hier. Passt vielleicht nicht ganz so gut dazu, aber ein bisschen geht fit. Und Leinsamen. Deckel drauf. Und mix it. Seht ihr das überhaupt? Nee, ne? So ist besser. So sieht jetzt der Shake aus. Ich habe noch ein paar Beeren und noch ein bisschen Wasser mit dazu gegeben. Ein bisschen was ist noch da. Also ich denke, für morgen reicht eine Portion auch noch. Dann gibt es noch ein bisschen Rest von Kaffee. Rest vom Kaffee von gestern. Tee.
Und hier so ein Schokokrossi. Die sind richtig lecker. Das sind hier die von der Coro. Unbezahlte Werbung, aber ich habe die mal auf gut Glück bestellt und die schmecken ganz gut. Und genau, das ist jetzt mein Nachmittagssnack. Zum Abendessen war ich dann bei meinen Eltern und da habe ich mir einfach Omelette gemacht mit Tomate, Spinat und ein bisschen Käse gefüllt und dann einfach zwei Scheiben Brot dazu, eine mit Avocado und eine mit Frischkäse. Da gab es noch ein bisschen Paprika, Gurke und Pflaumen und ja, sorry für die schlechte Qualität. Hallo ihr Lieben, bin jetzt auch mal zu Hause. Wir hatten heute bis 16 Uhr Schule. Ich habe mir jetzt schnell was zu essen gemacht. Ich hatte heute Joghurt und Brot bzw. Brötchen mit und Gemüse wie eigentlich immer. Jetzt habe ich hier gerade schon so einen High-Protein-Pudding in Salted Caramel gegessen und eine Zartbitter-Reiswaffel. Mir auch gerade schon Tee gekocht und jetzt gibt es zum Abendessen wieder diese Gemüsepfanne. Ich glaube, ich teile mir die mit Robin und einen Grillkäse. Das ist hier so einer in so einer Folie, ja, den man halt eigentlich auf den Grill legt. Da brate ich jetzt gerade einfach an und esse den dann dazu und ich glaube, ich teile mir das einfach mit Robin, sonst ist es ein bisschen viel. Genau, das ist mein Abendessen heute. Ich freue mich richtig drauf. Okay, Leute, ich dachte mir, ich zeige euch mal was. Trigger Warning an alle, die so ein bisschen Probleme mit Essen haben und eine essgestörte Vergangenheit oder denen es auch genauso schwer fällt wie mir. Ich zeige euch ganz kurz was. Ich glaube, dann wissen die meisten schon Bescheid. So sieht die Küche aus. Super. Nice. Ich muss gerade selber mich ein bisschen beherrschen, mit euch da drüber zu reden, ohne so emotional zu werden. Kurze Storytime, heute ist übrigens Donnerstag. Robin war heute kurz da, der hatte einen Termin, musste aber heute Abend wieder ins Wohnheim zurückfahren, weil er halt morgen noch Schule hat. Und dann, wir haben morgen einfach 2 Stunden Schule von 7 bis 9 und dann fahren die nach Hause und haben Wochenende. Und für die 2 Stunden muss er halt trotzdem noch ins Wohnheim. So, und dementsprechend ist er halt vorhin gefahren und mich nimmt das halt immer ein bisschen mit, weil ich halt weiß, dass ich heute wieder einen Abend alleine bin und ich mich halt eigentlich voll drauf gefreut habe, ja, ihn mal bei mir zu haben. Und jetzt ist er halt wieder weg und irgendwie war ich total in diesem emotionalen Flow. Und ich esse ganz, ganz oft aus Emotionen heraus, wenn es mir nicht gut geht, wenn ich gestresst bin, wenn ich nicht weiß so richtig, wohin mit mir, mich unwohl fühle. Ich esse halt einfach gerne aus Emotionen heraus und die ganze Woche hat super geklappt, was das intuitive Essen anging. Ich habe mir wirklich versucht, alles zu gönnen, worauf ich, was heißt, ich habe versucht, ich habe mir alles gegönnt, worauf ich Bock hatte. Es war auch nicht unbedingt immer das Gesündeste, aber das ist ja genau das, was ich erreichen wollte. Auf meinen Körper zu hören, ihm das zu geben, was er will. Und ich wollte heute eigentlich nach der Schule schon in den Supermarkt gehen und noch ein paar Süßigkeiten kaufen, die ich gerne esse, damit ich halt was da habe, wenn ich jetzt sage, ich habe gerade mal Bock auf das und das. Und dann eben nicht entweder das versuche, mit gesunden Sachen zu kompensieren oder halt nichts essen kann, weil ich es eben nicht da habe. Diese Situation wollte ich ja vermeiden. Und ich habe dann aber keine Lust mehr gehabt, bin dann eben nach Hause gefahren und dachte mir, isst du so ein High-Protein-Pudding und so ein paar Schoko-Crossies von der Coro und dann wird das schon passen. Die habe ich gegessen, danach hatte ich noch Bock, was zu essen. Habe mir dann mein Abendessen gemacht, das habe ich euch ja vorhin gezeigt. Danach hatte ich Bock, was zu essen. Ich habe noch ein paar Erdnüsse gesnackt. Und noch ein Schokokrossi. So, dann ist Robin gegangen. Dann war ich wieder emotional total am Boden, weil ich mir dachte, cool, jetzt bin ich wieder alleine. Jetzt kann ich wieder so vor mir hin vegetieren und mich langweilen. Beziehungsweise halt die ganze Zeit jetzt arbeiten. Also meistens, wenn ich alleine bin, mache ich halt viel für YouTube, für die Online-Trainer-Lizenz. Ich war halt mal kurz im Rewe und wollte ein paar Sachen kaufen, damit wir morgen nicht so viel für den Wochenendeinkauf holen müssen. Beziehungsweise damit ich halt auch ein bisschen was zum Snacken für die nächsten Tage da habe. Ich habe mir eigentlich schon im Hinterkopf gehabt, ja, du holst die Sachen jetzt eigentlich nur, weil du weißt, dass du dann auch wieder einen Fressanfall haben wirst. Weil du halt weißt, dass die Sachen da sind und wenn sie gerade frisch im Einkaufsbeutel liegen, dann lädt sich das ganz gut ein, die auszupacken und zu essen. Und als ich dann hier aber ankam, hatte ich gar keinen Bock, die Sachen zu essen. Dachte mir, nee, ich packe das jetzt in Ruhe aus und verbringe mir jetzt noch einen schönen Abend und esse jetzt nichts mehr. Schön und gut. Ich habe mich auf die Couch gepflanzt, habe die Mikados gegessen. Dann habe ich mir hier noch extra diesmal eine teurere Schokolade gekauft. Die war beim Angebot für 1,79 €. So eine Fairtrade-Schokolade. Die sieht richtig schön aus und die war richtig einladend. Und ich dachte mir, nimmst du die mit, wenn die ein bisschen teurer ist? Dann genieße ich die vielleicht doch ein bisschen mehr und esse die genüsslich und in Ruhe. Ja, ich habe schon wieder gut was gegessen davon, weil es halt auch das Einzige ist, was ich gerade da hatte. Dann habe ich noch ein bisschen Gurke gesnackt, Paprika, einen Apfel. Dann gerade noch einen Schokomüllermilchreis, obwohl gefühlt mir das Essen schon bis hier stand. Ich hatte eigentlich gar keinen Bock mehr drauf. Trotzdem habe ich es gegessen, einfach aus Langeweile. Und weil ich gerade so wieder in diesem Flow war, ist eh scheißegal. Dann habe ich noch einen Wrap gegessen mit
Käse innen drin, war auch richtig cool. Ja, jetzt bin ich randvoll, mein Bauch ist super aufgebläht, ich habe ein schlechtes, beschissenes Gewissen und ärgere mich einfach tierisch, weil ich wieder bei Null anfange. Und ich habe, also dieser Podcast hat mir echt geholfen und ich weiß auch, dass ich eigentlich versuchen will, diese Heißhungerattacken zu akzeptieren und ja, die Sachen einfach bewusster zu essen und nicht mich auf die Couch zu legen, dass ich bequem liege und dann die Sachen halt ganz entspannt in mich reinschlingen kann. Hat wieder nicht geklappt. Und klar will ich mich deswegen jetzt nicht bestrafen und ich werde doch versuchen, morgen trotzdem normal zu essen, aber irgendwie ist es momentan extrem schwierig und ich weiß nicht, woran es liegt, ob es am Stress liegt, ob es an meiner Unzufriedenheit liegt, ob es am Einsamsein liegt. Ich meine, wenn ich bei meiner Family bin, esse ich auch nicht so viel oder wenn ich halt, ja, wenn Robin einfach die Woche über bei mir ist oder ich halt auf Arbeit bin, ich hasse mich einfach unglaublich dafür und ich weiß halt einfach auch selber, dass es die falsche Herangehensweise ist und dass ich mich für solche Phasen nicht hassen sollte, aber es ist halt einfach ärgerlich, dass man wieder isst ohne Grund, dass ich es einfach in mich reinschaufel und versuche damit irgendwas zu verarbeiten, was mein Körper gerade nicht gefällt. Und dieses emotionale Essen, das macht mich richtig fertig. Das jetzt so von meiner Seite. Ich werde auf jeden Fall versuchen, an mir zu arbeiten. Ich fange jetzt auch wieder an, Tagebuch zu schreiben. Hauptsächlich eher nur so um die Essstörungsthemen, einfach um zu versuchen, das so ein bisschen mit mir selbst auch auszumachen und vor allem auch ein bisschen zu verarbeiten. Ist immer ganz gut und ein bisschen so eine Selbsttherapie, das einfach mal aufzuschreiben, was man gerade fühlt und wie es einem geht. Zum Beispiel auch dieses Chaos in der Küche nicht zu hinterlassen, sondern ich mache mir in Ruhe was zu essen, weil ich da gerade Lust drauf hatte. Und dann räume ich diesen Saustall, den ich damit fabriziere, auch direkt weg. Und so hat man nämlich auch gleich ein Bewusstsein dafür, was man gerade isst und was man gerade tut. Und nicht so dieses, ich nehme jetzt die Tüte aus dem Schrank, dann haue ich die, wenn ich die leer gegessen habe, auf den Küchentisch, dann hole ich mir das nächste, lasse es wieder liegen. So wie es halt jetzt hier aussieht, ne? Ich will auch Essen versuchen zu genießen. Ich will mich hinsetzen und will es essen. Ich will es in Ruhe essen. Ich will es genießen. Ich will das schmecken. Ich will das riechen. Ich will das einfach wahrnehmen, dass ich das gerade esse. Und das ist, ich meine, diese Schokolade, die ist nicht zum Hinterschlingen gedacht. Die ist so gut. Die ist einfach zum Genießen da. So zwei Stücken und dann reicht es mir eigentlich völlig. Aber wenn ich halt einmal ausschalte, weil ich halt gerade einfach so in diesem, ich bin wieder alleine, niemand ist da, morgen ist nochmal Schule. Diese Einsamkeit, mit der ich momentan nicht klarkomme, hat mich so überrannt. Es macht mich richtig fertig und es macht mich richtig traurig. Und das bringt mich eigentlich dazu, immer weiter zu kämpfen und zu sagen, ich gebe niemals auf. Du kannst es vergessen, du holst mich nicht ein. Und ich will gesund werden und ich will was dafür tun und das werde ich auch machen. Und ich habe das Gefühl, das stärkt mich immer noch mehr. Ich werde das Chaos jetzt hier aufräumen und Ordnung machen und werde mir eine To-Do-Liste schreiben fürs Wochenende. Aber auch eine To-Do-Liste, die nicht ausbesteht, aufräumen, Wäsche waschen, sondern aus Sachen wie heißes Bad einnehmen, einen Tee kochen und dazu ein Buch lesen, ein Stück Schokolade essen, Musik hören und abschalten, spazieren gehen. Solche Sachen. Me-Time. Ich glaube, das ist das, was ich gerade am meisten mitbrauche. Vor allem auch Zeit mit den Leuten, die mir was bedeuten. Mit meiner Familie, mit Robin, mit Freunden. Ja, zu verbringen und zu genießen. Und einfach versuchen, das Beste draus zu machen. Und vor allem ganz, ganz wichtig, daran zu arbeiten, dass ich mir nicht so viel Stress mache mit allem. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Und daran möchte ich jetzt versuchen, ein bisschen zu arbeiten. Ich habe jetzt lange genug geredet, glaube ich, aber ich hoffe, ich kann euch in der Hinsicht ein bisschen mehr Realität zeigen. Meistens habe ich die Tage dann geskippt, habe euch nur so ein paar Sachen gezeigt, die ich gegessen habe und dann eben den Tag über nicht gefilmt und meistens auch den darauffolgenden Tag nicht mehr, weil ich dann halt meistens versucht habe, Kalorien einzusparen. Das werde ich jetzt nicht tun. Ich zeige euch auch morgen mein Essen und ich versuche morgen nichts zu kompensieren, nicht gezwungenermaßen mehr Sport zu machen oder irgendwas, sondern einfach den Tag so zu leben, als wäre es ein ganz normaler Tag. Ja, drück mir die Daumen, dass es klappt. Sorry für das lange Gelaber und diese Food Diaries, wo ich zum Großteil nur rede. Ich hoffe, es gefällt euch trotzdem, dass ich euch ein bisschen mehr Realität und Eindrücke zeige und euch da ein bisschen mitnehme. Schreibt mir gerne euer Feedback dazu in die Kommentare. Und ansonsten sehen wir uns morgen wieder. Guten Morgen, ihr Lieben. Endlich ist Freitag. Ich dachte mir, zeige ich mal fix mein Essen noch, bevor ich zur Schule gehe. Ich habe hier Paprika, Karotte, Tomaten, Gurke, Nüsse und einen Apfel. Dann hier noch eine Scheibe Brot mit Frischkäse. Drüben so ein Brötchen
mit Avocado, ein bisschen Käse und Eisbergsalat. Und dazu gibt es noch eine Banane und einen Kaffee. Und das ist mein Essen für die Schule. Wir haben halt bis zur 7. Ich bin gegen um 3, denke ich, zu Hause. Ich habe einen richtigen Blähbauch von gestern. Deswegen habe ich mich jetzt in eine Sporthose gequetscht. Damit die, was heißt gequetscht, die ist halt ein bisschen bequemer jetzt als eine Jeans. Da fühle ich mich auch ein bisschen wohler. Und mal schauen, wie der Tag heute so wird. So sieht jetzt mein Nachmittagssnack aus, jetzt glaube ich 3:45 oder so. Ich bin jetzt endlich zu Hause, ich habe heute auch alles gegessen, was ich mit in der Schule hatte. Fiel mir tatsächlich ein bisschen schwierig oder auch jetzt noch was zu essen. Aber ich habe schon ein bisschen Hunger und würde gerne noch was snacken. Deswegen gibt es jetzt noch den restlichen Smoothie, den ich mir die Woche schon mal gemacht hatte. Den habe ich jetzt einfach getoppt mit gepufften Dinkel, Granoli und Chiasamen. Und trinke noch einen Kaffee und einen Tee, weil ich dann mit einer Freundin aufs Windbergfest gehe. Das ist ja bei uns in der Nähe. Und da muss ich noch ein bisschen gestärkt sein und Koffein intus haben. Genau, und das werde ich mir jetzt schmecken lassen. Hallo ihr Lieben, ich melde mich auch mal wieder. Mich gestern ja gar nicht mehr gemeldet. Ich habe noch ein bisschen Schoki gegessen, bevor ich zum Windbergfest los bin. Diese Fairtrade-Schokolade, ich glaube 2 Stückchen oder so. Dann hier noch ein paar von diesen Crackern. Dann war ich ja gestern beim Windbergfest und die hatten dort Feuerwerk, das war richtig schön. Und dann hatte ich mir mit meiner Freundin noch einen Crepe geholt. Ein Crepe mit Nutella, richtig lecker. Und dann bin ich bei meinen Eltern geblieben, weil die direkt um die Ecke quasi dort wohnen. Und meine Freundin mich dort absetzen konnte und habe dort heute früh dann gefrühstückt. Da gab es Porridge mit Banane. Chiasamen, Kakaonips, Erdnussmus, richtig geil, war sehr, sehr lecker. Und Zimt, dann habe ich noch ein Käppchen getrunken und einen Tee. Und jetzt war ich gerade viel einkaufen und es schüttet einfach so unglaublich doll. Ich weiß gar nicht, ob man das jetzt auf der Kamera sieht, auf jeden Fall schüttet es richtig. War gerade noch fix einkaufen. Habe noch ein paar nötige Sachen fürs Wochenende geholt und für nächste Woche. Ich bin ja nächste Woche wieder alleine. Ich habe eigentlich jetzt richtig Bock, mir Maultaschen zu machen. Ich hatte nämlich letztens vegetarische Maultaschen gekauft. Mich ärgert das richtig, ist nämlich diese Woche im Lidl eine vegane Woche und ich habe es aber bis jetzt immer noch nicht geschafft, in Lidl zu gehen. Und ich wollte da eigentlich unbedingt mal hin, weil die richtig viele Sachen auch sehr, sehr günstig dort haben. Deswegen mal schauen, ob ich das heute noch schaffe. Wenn es natürlich den ganzen Tag jetzt schüttet, dann wird das wahrscheinlich nichts werden. Auf jeden Fall habe ich jetzt trotzdem schon ein paar Sachen im Rewe gekauft. Dann habe ich ein paar Tomaten geholt und hier so ein veganes Schnitzel von Rügenwalder Mühle. Diesmal kein Cordon Bleu, sondern einfach nur ein Schnitzel, hatte ich irgendwie mehr Bock drauf. Dann Avocado und Paprika. Einmal den Alpro-Joghurt, Frühlingsquark. Ich glaube, an Sachen zum Kühlen war es das schon fast. Ich habe noch ein paar Kiwis gekauft. Da hatte ich irgendwie mal Lust drauf. Ich glaube, die sind auch gerade in Saison. Ich habe mir vorhin übrigens bei meiner Oma im Garten ein paar Äpfel abgeholt. Das ist Natur, Leute. Nicht das. Also zumindest mehr das als das. Aber die schmecken bestimmt richtig gut. Die muss ich noch ein bisschen ausschneiden. Trotzdem habe ich jetzt noch ein paar Äpfel mitgenommen, weil Äpfel brauche ich eigentlich immer, wenn ich arbeiten gehe oder in die Schule gehe, dann nehme ich eigentlich jeden Tag immer einen Apfel mit. Die sind immer ganz gut für unterwegs. Ich habe mir auch wieder ein bisschen was zum Naschen mitgenommen. Zum einen hier, beste Schokolade ist meine absolute Lieblingsschokolade. Die war, glaube ich, sogar im Angebot. Die kostet jetzt nur noch 1,69 statt 2,19 Euro. Die schmeckt so gut. Und von der esse ich tatsächlich nur 2 Stück und dann reicht es völlig, weil die ist wirklich richtig gut. Die müsst ihr unbedingt mal probieren. Dann noch die hier. Die sind vegan und schmecken auch ganz gut. Kann man vielleicht in die Schule ganz gut mitnehmen für einen süßen Zahnmark. Noch Haferdrink. Pilze gab es im Rewe auch gar nicht ohne Plastik. Also ich habe jetzt schon die wenigstens mit dieser Pappschale genommen. Aber die ist auch so ein bisschen foliert. Sieht man das? Bisschen schade. Das ärgert mich richtig. Aber ich wollte jetzt zu meinen Maultaschen ganz gerne ein bisschen Gemüse haben. Deswegen habe ich jetzt Pilze gekauft. Und Zucchini habe ich von meiner Oma aus dem Garten. Die ist riesig. Die muss ich euch dann gleich mal zeigen. Saure Gurken. Ich bin übrigens mal durchs saure Gurkenregal gegangen und habe mal geguckt, ob es tatsächlich saure Gurken gibt, die nicht mit Zucker eingelegt sind. Überall Zucker drin. Einfach nur, um die ja, haltbar zu machen. Ist richtig schade. Es gab Bio-Gurken, die waren mit Rohrzucker oder so gesüßt. Wäre sicherlich besser gewesen. Die haben aber auch ein Vermögen gekostet. Deswegen habe ich mich jetzt trotzdem für die entschieden. Aber es ist irgendwie schade, dass man die meisten Sachen gar nicht so richtig ohne Zucker bekommt. Richtig ärgerlich.
Gebt euch mal diese perfekte Zucchini. Die ist einfach aus dem Garten meiner Oma. Richtig nice. Da freue ich mich jetzt mega drauf. Mit den Maultaschen zusammen. Dann habe ich noch ein bisschen Mais gekauft. Kokosnussmilch. Diesmal auch wieder die Vollfett-Variante. Es gab zwar die Light-Variante, aber ich versuche jetzt auch so ein bisschen auf Light-Produkte und Süßstoffsachen zu verzichten. Also wirklich, wenn Zucker, dann die richtige Schokolade zu kaufen. Und wenn hier solche Sachen, dann Vollfett. Und hier auch einmal noch Basilikumpesto in vegan. Sehr geil, also ohne Parmesan. Das war es eigentlich schon. Das ist so alles, was ich eingekauft habe. Ich muss jetzt erst noch meine Taschen noch ein bisschen trocknen lassen. Die sind nämlich klitschnass vom Regen. Und ansonsten schaut mal, wie groß die Minze ist. Meine Oma hat von ihrer Minzpflanze ein bisschen was rausgenommen, weil das zu viel wurde. Da habe ich mir jetzt ein paar mitgenommen. Die stehen hier drin, weil ich die umtopfen möchte. Hoffentlich finden wir da irgendwie einen Topf, wo die reinpasst. Die ist riesig und das duftet so herrlich hier drin. Und ein paar wunderschöne Rosen. Richtig toll. Ich liebe es immer, bei meiner Oma im Garten ein bisschen was mitzunehmen. Freut mich. Genau, ich verstaue jetzt noch die restlichen Einkäufe und dann mache ich mir endlich Essen. Ich habe nämlich richtig Hunger. Ganz schön dunkel jetzt draußen geworden. Deswegen nicht wundern bei dem Regenwetter. Ist ja alles ein bisschen düster. Auf jeden Fall habe ich mir jetzt die Maultaschen, also die Hälfte ungefähr der Portion auf den Teller gemacht. Die schmecken ganz gut, muss ich sagen. Also richtig nice. Ich habe jetzt schon mal so eine Scheibe hier probiert. Ich habe die ja so ein bisschen in Scheiben geschnitten. Dieser Gemüse, Feta, also Gemüse ist meist, ist hauptsächlich Zucchini und Pilze. Dann habe ich noch so ein bisschen was von so einer Tiefkühlmischung dran gegeben. Deswegen ist ja noch ein bisschen Paprika und Karotte mit drin. Tomatenfeta und einen ganz kleinen Schuss Sojasahne. Und das ist jetzt mein Mittagessen. Richtig lecker. Und als Nachtisch gibt es noch einen Apfel. Gerade beim Zubereiten schon ein paar saure Gurken gesnackt. Ist jetzt 2:45. Perfekte Zeit zum Mittagessen. Und dazu gibt es noch eine Tasse Blaubeertee und Wasser. Und das werde ich mir jetzt schmecken lassen. Richtig nice. Kleiner Snack. Zwei Stückchen von der geilsten Schoki. Gebt euch mal, wie gut das aussieht. Richtig schön cremig da drin. Die gönne ich mir jetzt noch. Ich versuche die jetzt einfach mal richtig langsam mit Genuss zu essen und mich mal nicht dabei ablenken zu lassen, damit ich richtig merke, dass ich gerade was Leckeres nasche. Dinner for today. Es gibt Soja, Joghurt und Mango mit ein bisschen Magerquark, Granola, Sonnenblumenkern und diesem Proteinmüsli und zwei Zartbitterreiswaffeln. Ich war gerade so ein bisschen in Heulaune. Ich war gerade auch nochmal bei dem Grab von meinem Opa. Hab da die Blumen von meiner Oma heute Nachmittag hingebracht und so ein kleines Herz, was ich als Kind mal gemacht habe, das ist aus Ton. Ich habe eine kleine Spaziergangrunde gedreht und wollte danach eigentlich nochmal in Rossmann gehen. Dann hat mich einfach auf dem Weg dorthin ein random besoffener Typ angequatscht. Der war vielleicht 40, Ende 30, Anfang 40. Keine Ahnung, was denn seine Mission war. Ich bin den einfach nicht mehr losgeworden. Ich wusste gar nicht, was ich machen soll. Der hat mich gefragt, wie man zum Zentrum kommt. Und da habe ich gesagt, man kann mit der Bahn fahren. 20 Minuten von hier, 10 Minuten von hier aus oder halt laufen, so 20 Minuten, eine halbe Stunde. Und dann wollte der fragen, wie ich heiße und ob ich mit dem einen Kaffee trinken gehen will. Und der war aber so richtig benebelt und es saßen eigentlich auch Leute direkt daneben auf einer Bank und haben das auch mitbekommen. Keiner hat reagiert. Und ich dachte, wie kriege ich den jetzt los? Und ich habe einfach nur gesagt, ich habe kein Interesse und bin dann halt gegangen. Und der ist mir Gott sei Dank nicht gefolgt und hat mich in Ruhe gelassen. Aber ich habe halt in dem Moment mir das Schlimmste ausgemalt, dachte mir jetzt, was mache ich, wenn ich den nicht mehr losbekomme, wenn er mich irgendwie anfasst oder so. Das war echt der schlimmste Moment seit langem. Das ist genau der Grund, warum ich mich abends nicht alleine mehr raustraue oder einfach nicht gern allein durch die Stadt laufe. Auf dem Dorf ist das was anderes, da hatte ich zwar auch immer Angst, aber dann eher mehr Angst vor der Dunkelheit. Aber hier in der Stadt rennen halt so viele Leute rum, die besoffen sind oder halt generell einfach, ich weiß nicht, das Bedürfnis haben, junge Mädchen anzuquatschen und ich finde das so furchtbar. Ich fühle mich richtig
dreckig irgendwie jetzt. Ich bin einfach froh, dass ich gerade wieder zu Hause bin. Ich bin jetzt auch nicht mehr an den Rossmann gegangen. Ich weiß nicht, ob ich das dann später noch mache oder ob ich es heute sein lasse. Drückt mir auf jeden Fall die Daumen, dass ich jetzt nicht aus Emotionen heraus viel esse. Zumindest habe ich gerade das Bedürfnis gehabt, mich wieder total voll zu stopfen. Dementsprechend gibt es jetzt auch ein süßes Abendessen. Ich sitze auch übrigens gerade wieder den ganzen Tag am PC und lerne und schneide Videos und ja, versuche mich jetzt irgendwie ein bisschen abzulenken.